Der nächste Vortrag beschäftigt sich mit dem Thema kollektives Kapital. Die Speakerin ist Ella Kagel und ich gebe direkt an Sie ab. Vorher noch was Organisatorisches. Wir machen nachher am Ende eine kleine Diskussionsrunde noch. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ich komme dann mit dem Mikrofon zu euch und dann viel Freude, viel Spaß. Super, vielen Dank. Könnt ihr mich gut hören? Ja, ich glaube, ihr müsstet noch mal ein bisschen das Mikro hochdrehen. Ja, ich glaube, jetzt tut sich was, ne? Ja, schön, dass ihr alle da seid. Guten Morgen, ja, kann man eigentlich nicht mehr sagen, ist ja schon Mittag gleich. Wir haben 20 Minuten und ich möchte gerne mit euch über das Thema Plattform-Koop sprechen, beziehungsweise auch das, was suggeriert, kollektives Kapital, was kann man damit machen? Und ich hoffe, wir haben einfach am Ende noch ein bisschen Zeit, um Fragen zu beantworten oder Kommentare. Genau, also erstmal die Frage, was sind Plattform-Koops überhaupt? Weiß nicht, ist der Begriff euch bekannt oder habt ihr einen Bedarf zur Begriffsklärung? Ja, okay, super. Also, Plattform-Koops sind meistens Genossenschaften, müssen aber nicht nur Genossenschaften sein. Es können auch im Prinzip andere kooperativ ausgerichtete Unternehmen sein, die eine Webseite oder eine mobile Anwendung, also etwas Digitales sozusagen, nutzen, um Waren oder Dienstleistungen online zu verkaufen. Und was eben ganz wichtig ist, dass diese Plattformen eben nicht zentral von großen Unternehmen verwaltet werden, sondern von Gemeinschaften, die innerhalb von Protokollen, die sie sich selber geben, in puncto gemeinsamem Eigentum und demokratischer Kontrolle, wesentliche Entscheidungen über den Geschäftsbetrieb gemeinsam fällen und die anders, als es sonst üblich ist, bei den Monopolen der Plattformökonomie, auch Zugriff haben auf die Software, auf die Algorithmen oder, ja, wenn wir das Beispiel nehmen der Fahrradkuriere, auch auf die Profile und diese zum Beispiel auch mitnehmen können. Also all das wären so wesentliche Bestandteile einer Plattform-Koop. Es gibt nicht die eine Definition, es ist eine Definition und es müssen auch, wie gesagt, nicht immer Genossenschaften sein. Können wir aber gleich auch nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Es ist auf jeden Fall so, Plattform-Koops existieren deswegen, weil es die Monopole in der Plattformökonomie gibt und weil eben überall auf der Welt gesehen wird, dass die negativen Effekte, also die Zentrierung von Kapital, undemokratische Prozesse und auch teilweise andere Effekte wie Gentrifizierung und so weiter durch Plattformen wie Airbnb, einfach erhebliche Effekte haben auf die lokale Wirtschaft, Kultur und Politik. Genau, ich habe es eigentlich jetzt eh schon gesagt, was sind denn überhaupt die Probleme der Plattformökonomie? Auch da kann man mit Sicherheit, könnte man eine Stunde drauf verwenden, diese Probleme alle zu besprechen. Ich versuche es mal ein bisschen zu konkretisieren. Also wir haben natürlich eine Monopolisierung und zwar passiert es dadurch, dass die Intermediäre, also diejenigen, die eigentlich von dem Zusammenbringen, von Suchen und Finden, von Waren und denjenigen, die kaufen wollen, profitieren, die schieben sich sozusagen zwischen die klassischen Akteure und die bestimmen auch die Regeln. Und das Marktmodell, was dabei entsteht, übt natürlich auch einen wesentlichen Druck auf alle anderen Unternehmen auf dem Markt aus. Und mangelnde Beteiligung der Wertschöpfenden. Ihr seid ja sicherlich auch alle bei Facebook, ihr seid vielleicht bei Amazon oder ihr twittert oder was auch immer ihr tut. Aber mit dem, was ihr da tut, leistet ihr natürlich freiwillige Arbeit. Also ihr erzeugt den Content. Und dafür darf man ja noch nicht mal mitbestimmen an den Terms and Services. Und ihr kriegt auch keinen Anteil an den Gewinnen. Darüber könnte man sich auch mal unterhalten, ob das eigentlich fair ist. Und dann dieser ganze Bereich Überwachung, Datenmissbrauch, Zensur, also es reicht von Scoring bis hin zu der Tatsache, dass natürlich auch Phänomene wie Hate Speech teilweise sehr schlecht moderiert werden auf diesen Plattformen, bis hin zu absolut intransparenten Reglements, was eigentlich die Verwendung und Weitergabe von Daten anbelangt. Also das sind mal so drei ganz große Problemfelder, die die Monopole der Plattformwirtschaft ausmachen. Und jetzt, was machen Plattform-Koops eigentlich anders? Wichtigster Punkt ist die demokratische Kontrolle. Also
diejenigen von euch, die Genossenschaften kennen, vielleicht selber auch Mitglied in einer Genossenschaft sind, kennen das Prinzip, dass eigentlich Mitglieder das Kapital gemeinsam verwalten. Es gibt eine Generalversammlung, wo alle Mitglieder einmal im Jahr darüber beschließen, was mit dem Geld gemacht wird. Sie wählen den Vorstand neu, den Aufsichtsrat und so weiter. Dann zweiter Punkt, gemeinsames Eigentum. Man kauft sich sozusagen mit einem Genossenschaftsanteil in die Genossenschaft ein. Wie viele Anteile das sind, ist individuell zu entscheiden. Wichtig ist aber trotzdem, egal wie viele Anteile man hält, jedes Mitglied hat nur eine einzige Stimme. Dadurch ist wiederum die demokratische Kontrolle gewährleistet. Und das Ziel ist einfach, dass diejenigen, die das Unternehmen gemeinsam besitzen, auch gemeinsam von den Einkünften profitieren. Die kooperative Steuerung, es gibt im deutschen Genossenschaftsrecht, aber nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt, ein Reglement von einerseits juristischen Regeln, aber auch Prinzipien, die die International Cooperative Alliance zusammengesetzt hat. Und die sind eigentlich überall mehr oder weniger gleich. Also es gibt die Generalversammlung, das ist das Organ, was die Mitglieder repräsentiert. Es gibt den Vorstand, der gewählt wird, einen Aufsichtsrat und Kontrollinstanzen wie beispielsweise den Prüfverband in Deutschland auch. Also das Ganze ist so angelegt, dass es wirklich dezentral und kooperativ gesteuert wird und eben nicht nur von dem einen Intermediär. Und ein ganz wichtiger Punkt ist das, was Nathan Schneider als Exit to Community bezeichnet. Exit bezeichnet ja die Tatsache, dass viele Startups darauf hinarbeiten, dass sie irgendwann mal an den meistbietenden Investor oder verkaufen oder von einem größeren Unternehmen geschluckt werden. Das ist ja der Traum von vielen Startups. Eine Plattform-Koop will das gar nicht, sondern die haben die Zielsetzung, dass der Exit, also die Weitergabe an die Community erfolgt. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied, dass eigentlich angestrebt wird, eine starke gemeinsame Steuerung des Unternehmens durch die Community mit all ihren Komplexitäten. Ich möchte euch einfach ganz kurze Schlaglichter geben zu Plattform-Koops hier in Berlin. Ich selber bin Gründungsmitglied von Plattform Cooperatives Germany. Wir sind eine Genossenschaft. Hier vorne ist Claudia Henke, vielleicht kannst du mal die Hand heben, ist auch mit im Vorstand mit mir. Und wir arbeiten mit Plattform-Koops zusammen, vor allem hier in Berlin, aber auch eigentlich in anderen Ländern teilweise auch. Und ich möchte einfach ein paar davon euch vorstellen und ins Bewusstsein bringen, was die anders machen. Und eins davon ist Circles UBI. Circles ist ein Digital-Token. Es ist ein sozusagen eine digitale Geldbörse, auf der man für jede Stunde wird ein bestimmter Betrag an Circles generiert. Und die Idee ist, man sieht es hier in dieser Marktsituation, dass man die Circles, die man akkumuliert in seiner Geldbörse, eintauschen kann gegen reale Leistungen. Und Circles hat einen Prototyp am Laufen mit 20 Geschäftspartnern hier in Berlin, die Circles als Zahlungsmittel bereits akzeptieren. Und ihr könnt hier beispielsweise Era Zero Waste, man sieht deren Waren hier, oder die Roots Radicals. Und da kann man auf diesen Märkten, am Mittwoch ist der nächste übrigens in Frieda Süd, 18 Uhr der nächste Markt, und ich kann euch nachher gerne auch zeigen, wie ihr euer Wallet einrichtet. Es ist kostenlos und es ist ein sehr spannendes Experiment. Ihr könnt alle mitmachen, wenn ihr wollt. Kommt nachher gerne auf mich zu. Die Supercoop ist auch ein Unternehmen, das ist noch ganz jung. Es ist eine Genossenschaft, wurde gegründet vor 2 Jahren, und die haben in den Osramhöfen im Wedding einen genossenschaftlichen Supermarkt aufgebaut. Und das Interessante ist nicht die Form der Genossenschaft, weil das kennt ihr alle von den LPGs. Das Superspannende ist, dass alle Arbeitspakete, die innerhalb dieses Supermarkts anfallen, also vom an der Kasse sitzen bis zum Saubermachen, Lager befüllen und so weiter, das übernehmen die Mitglieder, das übernehmen alle. Jedes Mitglied, was einen Anteil zeichnet, hat eine Schicht von 3 Stunden im Monat Minimum, darf auch gerne mehr sein, viele machen auch mehr. Und somit kann die Supercoop für ihre Mitglieder durchschnittlich günstigere Preise für Bio-Lebensmittel garantieren. Es ist wirklich eine ganz tolle Truppe von Leuten, 4 Gründerinnen, alle 4 noch ganz jung.
die mit einem, muss ich auch sagen, nicht unerheblichen persönlichen Risiko gestartet sind, mit einer Mischfinanzierung. Die Kurve der Einnahmen geht kontinuierlich nach oben, aber es ist immer noch viel Potenzial. Wenn euch das interessiert, ich empfehle euch die Superkoop sehr stark. Die werden demnächst auch Pick-up-Stationen haben in ganz Berlin, wo ihr mitmachen könnt. Oh, Hotspot. Den wollen wir jetzt nicht. Die Disco-Koop. Für alle diejenigen von euch, die sich fragen, ja, das klingt alles gut, aber das ist doch mega kompliziert. Wie macht man das eigentlich mit gemeinsamer Entscheidungsfindung? Und wie kriegen wir das hin, dass wir zum Beispiel in einer Gruppe von 20, 30 Leuten darüber abstimmen, wer wie viel Geld bekommt, wessen Arbeitszeit wie viel wert ist und wie halten wir überhaupt fest, wer wie viel gemacht hat? Und wie bewerten wir Care-Arbeit? Wie bewerten wir die Arbeit, die jemand macht, der immer an alle Geburtstage denkt und den Kuchen mitbringt? Das sind alles total wichtige Fragen und die sind für Plattform-Koops zentral. Und ich möchte euch die Arbeit von Disco-Koop empfehlen, disco.coop. Ihr könnt die sämtliche Publikation frei auch runterladen im Internet. Die beschäftigen sich im Prinzip mit allen möglichen Protokollen, wie Menschen zusammenarbeiten. Sie haben ein eigenes Governance-Protokoll entwickelt, auf Basis langjähriger Erfahrungen mit dem Guerilla Media Collective, die genau das versuchen, dezentral über verschiedene Länder hinweg miteinander Übersetzungsservices anzubieten, die eine tolle Arbeit machen und sie teilen ihre Erfahrungen. Ist für mich eine wirklich tolle Quelle aus der Praxis und auch sehr anregend und außerdem sind die Publikationen extrem gut gestaltet und es macht Spaß, das zu lesen. Koop-Cycle, wir hatten gestern ein Panel, da war Oriol da von Mensacas in Barcelona, ein Rider Collective, also ein Kollektiv von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern, die Lieferverkehr mit dem Fahrrad anbieten. Und die benutzen Koop-Cycle zum Beispiel, so wie viele andere auch. Eine wachsende Zahl von Kooperativen Koop-Cycle benutzt. Und das ist im Prinzip genau das, was ich vorhin auch meinte. Es ist eine Software, mit der man Buchungen verwalten kann und Mitglieder und aber auch die Profile der Fahrerinnen und Fahrer. Nämlich das, was das soziale Kapital dieser Menschen ist, dass die auch hinterher ihr Profil zum Beispiel auch selbstbestimmt mitnehmen können. Ja? Und nicht wieder auf einer anderen Plattform ganz von neuem anfangen müssen. Koop-Cycle ist auch ein sehr spannendes Beispiel. Resonate Music Streaming Collective ist eine Musikgenossenschaft, wo Fans und Musikschaffende gemeinsam eine Plattform anbieten, wo alles das, was ihr so kennt von, Apple Music etc., ist genossenschaftlich organisiert. Also alle üben Kontrolle darüber aus, was auf der Plattform passiert. Es gibt ein ganz interessantes Stream-to-Own-Modell, wo eben diejenigen, die die Musik erstellt haben, auch entsprechend beteiligt werden können. Und was einfach auch nochmal ein ganz interessanter Nebeneffekt ist, ihr kriegt da auch Musik zu hören, die ihr nicht in der Heavy Rotation im Normalfall zu hören bekommt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, sich ein bisschen über diese ganzen kulturellen Standardisierungsprozesse auch im Klaren zu werden, die diese Plattform-Koops mit sich bringen. Die Smart Koop ist eine Freelancer-Genossenschaft für Selbstständige. Die bieten für Selbstständige und insbesondere auch für Künstlerinnen und Künstler eine Festanstellung an. Also man gibt sozusagen den durchschnittlichen Monatsverdienst, den man als Selbstständiger hat, an Smart weiter, wird da fest angestellt und die gleichen eben diese ganzen Ups und Downs aus, indem sie regelmäßiges Gehalt überweisen und Sozialversicherung anbieten für die, die das gerne möchten und brauchen. Ein ganz kurzer Gedanke nur, wir haben nämlich gestern auch drüber diskutiert, über Let's Buy Twitter und Elon Musk, der angekündigt hat, dass er gerne Twitter kaufen wollte. Wir haben ja hier das Problem, dass er so viel Geld auf den Tisch legen konnte, dass eine spannende Bewegung, die schon, ich glaube, das war 2018, sich zusammengeschlossen hat und gesagt hat, lasst uns Twitter einfach gemeinsam kaufen, weil die Plattform war damals wieder einmal in einer Finanzkrise, war kurz vor der Pleite,
Und dann hat Nathan Schneider, war einer der federführenden Personen, ein Medienprofessor aus Boulder, Colorado in den USA, hat gesagt, wenn wir uns alle zusammentun, können wir Twitter kaufen und wir können darüber bestimmen, wie die Nutzungsbedingungen aussehen. Wir können vielleicht gemeinsam uns bessere Formate überlegen, wie wir Inhalte moderieren. Ja, und als jetzt dieses Jahr Elon Musk gesagt hat, er kauft, hat er ja nun doch nicht gemacht, da war es um die Let's Buy Twitter-Bewegung leider sehr still. Und das fand ich richtig schade. Und ich glaube, es lag an dieser schieren Masse, die er bereit war oder zumindest so getan hat, als sei er bereit zu bezahlen. Ich wollte das einfach nochmal anregen als etwas, was mich unglaublich inspiriert hat, dass es vielleicht doch möglich ist, auch solche Plattformen in irgendeiner Form mit der Community zu beeinflussen, zu verändern, wie auch immer. Was wir tun, habe ich gerade gesagt, ich halte es ganz kurz, weil wir wollen noch Fragen annehmen. Wir arbeiten hauptsächlich mit Plattform-Koops, wir beraten sie, wir führen mit ihnen durch die einzelnen Schritte der Gründung. Und ich muss sagen, Claudia, ich und Andreas, die drei, die wir das machen mit anderen Partnern, wir sind keine zertifizierten Coaches in dem Bereich, weil es gibt die Erfahrungswerte überhaupt nicht, sondern was wir machen, wir versuchen, Leute miteinander zu vernetzen, Infrastrukturen aufzubauen und gemeinsam dieses Hacking, was diese Unternehmen alle betreiben, Legal Hacking, Arbeitsmarkt Hacking, das auf eine solche Art und Weise zu machen, die wirklich solide und gut ist. Hoffen wir zumindest. Das war's von mir und ja, wir können gerne noch, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne noch stellen. Wir haben noch einen kleinen Moment. Gibt es Fragen? Ja, Annalena hat eine Frage. Geht das mit Maske? Ja, ne? Okay, alles klar. Du hattest ja eben noch internationale Beispiele erwähnt oder eins, glaube ich, zwischendrin. Und ich hatte mich einfach gefragt, ob es gewisse Wachstumsgrenzen gibt oder ne, so eine Idealgröße für Koops, wo man schon Erfahrungswerte hat, dass man weiß, ja, das klappt gut und da sollte man vielleicht auch nicht drüber gehen, weil dann vielleicht die grundsätzlichen Werte, die gut klappen in solchen Koops, nicht mehr zu garantieren sind. Ja, das ist eine gute Frage und man muss auch ehrlicherweise sagen, jetzt die Beispiele, die ich genannt habe, die sind alle auch noch, bis auf Smart, dazu sage ich gleich was, die sind alle noch viel zu jung, als dass die so viele Mitglieder hätten. Ne? Grundsätzlich ist es aber so, es gibt ein paar Überlegungen, die nützlich sind. Also die Frage ist, mit wie vielen Leuten kannst du überhaupt noch konsensuelle Entscheidungen treffen? Das ist ein Richtwert. Ein anderer Richtwert ist, mit wie vielen Leuten kannst du innerhalb gewisser Sprach- und Kulturräume auch Verständigung finden, weil ja auch regionale Aspekte nicht unterschätzt werden dürfen. Also was eigentlich ganz interessant ist, ist der Gedanke, so ein Prinzip an Federal Principles, wie man im Englischen sagt. Also wie kann man so große Gebilde aufteilen in Regionen, in Kommissionen, in Interessenzentren vielleicht. Aber wir sind alle, glaube ich, noch nicht wirklich an dem Punkt. Ne? Smart hat es so gelöst, dass die in verschiedenen Ländern eigene Büros haben, weil auch die Rechtsprechung auf dem Arbeitsmarkt entsprechend immer anders ist und angepasst werden muss. Ne? Es gab noch eine Frage, vielleicht können wir die noch zum Schluss beantworten. Dieser Supermarkt, von dem du gesprochen hast, was ist denn da der Unterschied zu einem anderen genossenschaftlich organisierten Supermarkt, wie zum Beispiel der LPG? Also was ist der Plattformcharakter von dem Supermarkt? Ja, das ist ein super Punkt, dass du es ansprichst. Ganz herzlichen Dank dafür, weil in der Tat ist nämlich die Supercoop das einzige Beispiel, was so vordergründig erstmal gar nicht digital ist. Aber was nämlich sehr interessant ist, die Supercoop arbeitet natürlich auch intensiv an eigener Software, also an eigenen Kassensystemen. Da ist ein Programmiererteam. Sie versuchen jetzt gerade den schwierigen Standort an den Osram-Höfen im Wedding dadurch auszugleichen, dass sie Pick-up-Stationen anbieten, überall in der Stadt. Und dafür braucht es auch Softwarelösungen. Also eigentlich wird dieser Plattformgedanke, dass die digitale Bereitstellung inklusive der Anbindung an Fahrradkuriere und Transportsysteme
wird für die Supercoop sowie für viele andere, die auf diesem Feld arbeiten, zu einem ganz entscheidenden Merkmal und zu einer Aufgabe werden, sodass, wo Sie jetzt angefangen haben mit dem physischen Supermarkt, dass das eben nur ein Teil ist einer größeren Wertschöpfungskette. Ich glaube, wir müssen auf. Ja, von uns auch vielen Dank an dich, Ella. Die Zeit ist eigentlich schon um und deswegen vielen Dank an euch in die Runde und euch einen schönen Tag noch. Ach, der nächste Vortrag fällt aus, dann können wir auch noch weiter diskutieren. Gibt es da oben grünen Daumen für? Ja? Alles klar, dann können wir auch noch weiter diskutieren. Ja, wenn ihr Zeit habt und noch Fragen habt, dann können wir noch weitermachen. Gerne stellen, sehr gern. Inwiefern, jetzt ist mein Ton auch da. Danke für den Vortrag. Ich habe mich gefragt, inwiefern es euch wirklich um Mitbestimmung oder um quasi gemeinschaftlich getragenes Eigentum geht. Also vielleicht an dem Beispiel Twitter. Ich stelle mir vor, dass sowas wie die Moderations-Guidelines halt so dynamisch und komplex sind, dass es vielleicht schwierig ist, da wirklich kollektiv dran mitzuarbeiten. Aber vielleicht eher im Sinne der repräsentativen Demokratie möchte ich einfach mitbestimmen, welche Leute darüber entscheiden, also welches Gremium oder so. Ne? Oder will gar nicht operativ das Unternehmen leiten, sondern die langfristigen Ziele durch die Gemeinschaft setzen. Ja, das ist ein super Punkt. Du sprichst jetzt was an, woran ja auch viele, sage ich mal, Organisationen, die so arbeiten, auch ihre Schwierigkeiten haben, nämlich in der Art und Weise der Entscheidungsfindung. Und du hast eben zwei Beispiele, habe ich zumindest geglaubt, rauszuhören, gegenübergestellt. Das eine ist so dieses Konsensuelle. Wir bleiben jetzt alle hier im Raum und reden, bis wir sozusagen einen Konsens haben für ein bestimmtes Thema. Das heißt nicht unbedingt, dass alle mega happy damit sind, aber es gibt zumindest keinen Widerstand mehr und man hat dann ein Mandat, damit weiterzuarbeiten. Das ist eine Sache und da ist natürlich vollkommen richtig, das kann man wirklich nur mit einer bestimmten Anzahl von Leuten tun. Die andere Möglichkeit ist, du hast gesagt, Gremien auswählen, ja, oder Kommissionen, was auch immer, zu gucken, wen tangieren bestimmte Entscheidungen ganz besonders und wer hat denn die Kompetenz und auch vielleicht die Motivation, um in so einem Gremium mitzubestimmen. Also diese Organisationen wollen halt auch das als Kernfeature anbieten, um eben genau das zu unterbinden, dass meinetwegen ein Investor kommt oder dass ein Board of Directors Entscheidungen trifft hinsichtlich des Geschäftsmodells, die sich dann als äußerst schädlich erweisen oder die Mehrheitsinvestoren mit reinnehmen. Und genau deswegen, da liegt die Komplexität, genau in dem, was du angesprochen hast. Und wir können auch nicht sagen, oh, mach das mal so oder so, weil es kaum Erfahrungswerte dazu gibt, muss man ehrlicherweise sagen, außer halt im traditionell genossenschaftlichen Bereich. Aber die eignen sich auch nicht immer für eine Welt, die heute digital vernetzt und transnational ist auch. Ne? Ich habe zwei Fragen, ich hänge die mal hintereinander. Die erste ist, die Entscheidungen zu finden, die gemeinsamen. Wie lange dauert das und gibt es Wege, wie man da schnell hinkommt, weil ich mir vorstellen kann, dass die Funktionsfähigkeit einer Koop davon abhängig ist, wie gut und wie schnell sie Entscheidungen finden kann. Und die Frage, die ich da so ein bisschen dranhänge, so aus Erfahrung mit kommunaler Klimapolitik oder Aktion, das können ja sind ja vielleicht sogar artverwandte Prozesse. Man trifft sich, kommt zusammen, muss Entscheidungen fällen. Gibt es da Dinge, wo du denkst, man könnte die übertragen aus Erfolgsgeschichten, aus Koops für lokale Klimabewegung? Ja, also es ist so, dass es gibt ja nicht nur die eine Form von Entscheidungsfindung. Ne? Es gibt ja, das kennt ihr auch, denke ich, aus euren eigenen Projekten, es gibt unterschiedliche Levels. Also jede Genossenschaft wird natürlich darauf achten, dass sie ein Board, also einen Vorstand einbestellt, wo Menschen drin sitzen, die in der Lage sind, eigenständige Entscheidungen mit dem Mandat der Genossenschaft zu treffen. Das ist schon mal klar. Manche haben auch einen CEO oder eine CEO, die dann im operativen Bereich ganz gezielt innerhalb eines bestimmten Verfügungsrahmens Entscheidungen trifft. Da ist schon mal so ein ganz großer Part damit geklärt. Und dann gibt es so ganz viele weiche Aspekte von Entscheidungsfindung. Ich möchte als Beispiel nochmal auch die Supercoop nennen. Die haben ganz unterschiedliche Gremien und Kommissionen installiert. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die beschäftigt sich mit den
Pickup-Stationen, die jetzt kommen sollen im nächsten Jahr. Eine andere Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit Richtlinien zur IT. Wieder eine andere Arbeitsgruppe beschäftigt sich damit, noch mehr Leute besser onzuboarden, damit die im Supermarkt auch arbeiten können mit dem Kassensystem und so weiter. Das heißt, die treffen Mikroentscheidungen innerhalb dieser Gruppe. Das kann man auch gar nicht unterbinden. Es gibt so ein Minimalprinzip, dass man sagt, es werden die Sitzungen aufgezeichnet und werden halt über ein Dokument für alle einsehbar zur Verfügung gestellt. Ne? Aber trotzdem etabliert sich in so einem Rahmen natürlich eine ganze Kette auch an Entscheidungen und die werden dann im Plenum diskutiert. Das Plenum ist nicht die Generalversammlung. Das Plenum sind regelmäßige Meetings, wo die Vertreterinnen und Vertreter dieser Gruppen zusammenkommen, Ergebnisse vorstellen. Manchmal werden aber auch Entscheidungen ganz ad hoc gebraucht. Da wird dann auf Slack zum Beispiel diskutiert. Aber ansonsten ist die Generalversammlung ist das Gremium, wo einmal im Jahr die gesamte Mitgliedschaft zusammenkommt. Das dauert auch meistens recht lange. Das geht dann so 3 Stunden. Und die muss extrem gut vorbereitet werden. Und was da entschieden wird, das sind wirklich nur die ganz großen Fragen. Das sind Satzungsänderungen. Das ist ein Einbestellen des neuen Aufsichtsrats oder Vorstandes oder andere wirklich weitreichende große Entscheidungen. Und da ist es traditionellerweise so, dass die Mitglieder einfach über Mehrheitsabstimmung vorgehen. Ob das immer so gut ist, darüber könnten wir wunderbar in einer anderen Veranstaltung diskutieren. Ne? Aber so ist es halt im Moment. Ja. Danke für den Vortrag, Ella. Ich habe eine Frage zu den Geschäftsmodellen. Welche Rolle spielt der Genossenschaftsanteil bei den meisten? Und kannst du beobachten, dass es vielleicht eine besondere Innovation gibt im Bereich Geschäftsmodelle von also Genossenschaftsplattformen? Ja, das sind zwei sehr spannende Fragen. Also die eine ist jetzt, genau, da geht es um die Finanzierung. Die Genossenschaftsanteile sind sozusagen, würde ich mal sagen, die Primärquelle der Finanzierung, die über die Mitglieder bereitgestellt wird. Es ist im deutschen Genossenschaftsgesetz sozusagen verankert. Du kannst nur Mitglied werden, wenn du mindestens einen Anteil einkaufst. Wie hoch der Anteil ist, kann individuell bestimmt werden. Wenn du in Teil einer Wohnbaugenossenschaft bist, wird dein Anteil erfahrungsgemäß nicht nur 50 Euro sein, sondern wesentlich höher, in Abhängigkeit dessen, was dieses Objekt kosten soll, das gemeinsame Objekt. Wenn du allerdings Mitglied bei der Supercorp wirst oder bei Resonate oder bei Smart, dann zahlst du so durchschnittlich zwischen 50 und 100 Euro, das ist die Einlage. Man könnte auch sich entscheiden, oh, ich möchte gerne unterstützen und ich kaufe gleich 50 Anteile. Auch das ist absolut, es ist sogar gewollt, es ist sehr gern gesehen und gewollt, weil es ja auch an deinem Stimmrecht nichts ändert. Du bist deswegen trotzdem nicht einflussreicher. Also die Genossenschaftsanteile spielen insofern schon eine wichtige Rolle, als dass sie auch das Stammkapital des Unternehmens bilden. Ne? Aber das reicht halt meistens nicht. Weil diese ganzen Organisationen, die ich jetzt hier vorgestellt habe, die brauchen noch andere Finanzierungsströme. Und die haben alle eine Mischfinanzierung. Da sind Fördergelder drin, da sind Kredite drin, da sind Sondereinlagen drin, da ist Crowdfunding drin. Also das müsst ihr euch wirklich als ein ziemlich buntes Potpourri von Einlagen vorstellen. Und die müssen regelmäßig den Finanzbedarf neu ermitteln und dann schauen, gehen Sie nochmal auf die Mitglieder, fragen die vielleicht nach Krediten oder Bürgschaftskrediten und. Also da gibt es alle möglichen Formen. Es geht rechtlich auch, weil eine Genossenschaft ist eine, ja Claudia, ich darf nichts Falsches sagen, es ist eigentlich keine Kapitalgesellschaft, ne? Im klassischen Sinn, aber soll bitte Profit machen, nur Profit für die Mitglieder und das ist das Entscheidende. Und die andere Frage, die du gestellt hast, war nach der Innovation. Und da würde ich dich sehr gern zurückfragen, was ist denn Innovation für dich? Von welcher Art von Innovation reden wir? Mich würde das interessieren. Welche Innovation meinst du? Ja. Danke. Genau, also eine Plattform, sagen wir mal, es gibt eine Internetseite und also inwieweit entfernen Sie sich von Ihrem konservativen, von Ihrer konservativen Branche, in der Sie stecken? Also wenn wir irgendwie eine Website sind,
Verdienen wir unser Geld klassisch wie alle anderen Websites auch mit Werbung oder gibt es da irgendwie was Innovativeres? Ja, okay, super. Ja, danke für die Klärung nochmal, weil das ist nämlich genau jetzt der Punkt, der mega spannend wird, ne? Ich habe ja gerade am Beispiel von Resonate auch das Thema kulturelle Vielfalt erwähnt. Das ist so ein Nebeneffekt, der kommt eigentlich in keinem Innovationsparadigma wirklich vor, ne? Aber wenn ich jetzt ein künstlerisch geprägtes Geschäftsmodell mir anschaue, da ist es eventuell wirklich sehr wichtig, dass ich auch so eine Vielfalt drin habe. Dann, wenn wir über Innovation reden, dann gibt es ja auch soziale Innovation. Was total spannend ist, es gibt ja ein Vorbild für die Supercoop und das ist die Park Slope Cooperative in New York, in Brooklyn, die über die Jahre, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Tausende von Mitgliedern sie haben, ich habe die 16.000, danke, also sie haben 16.000 Mitglieder und die Innovation besteht nicht nur darin, dass die Leute vielleicht günstiger einkaufen können, nein, es ist eigentlich ein Domino-Effekt von Innovation. Diese Leute sind alle Teil einer Community, die absolut heterogen ist. Da gehen die zum Arbeiten hin, 3 Stunden im Monat. Die treffen natürlich Leute. Die haben aus diesem sozialen Beisammensein angefangen, einen Kindergarten zu bauen. Die haben Fortbildungsprogramme gestartet. Also was da eigentlich entstanden ist, ist so ein richtiges Ökosystem. Weil was einfach darauf basiert, dass da Leute zusammenkommen, die eben nicht nur Wirtschaft zusammen machen, sondern sich auch gegenseitig trainieren im gemeinsam Dinge tun. Und das ist eins der schwierigsten Sachen, die es halt so gibt. Deswegen würde ich sagen, es gibt jede Menge Innovation, aber vielleicht müssen wir unseren Innovationsbegriff auch ein bisschen hinterfragen. Ne? Ich glaube, da oben war... Es gab verschiedene Wortmeldungen noch, aber gerne, ihr könnt ja das Mikro durchreichen. Ja, meine Frage hat auch jetzt damit zu tun mit dem, was du jetzt gesagt hast, weil das ist natürlich von so einer Plattform mehr Engagement verlangt. Ja, wenn ich wirklich nur zum Supermarkt gehe, ich muss da nur was kaufen und ich gehe nach Hause, ich habe mein Essen. Und wenn man halt zum Beispiel, siehst du das als eine Grenze, dass man vielleicht auch überfordert ist, wenn ich da Teil von 3 Coops bin und bei dem 3 muss ich da jeden Monat zum Beispiel bei einem, ich muss mich auseinandersetzen, was sie machen, okay, was müssen wir jetzt entscheiden? Und sind diese Plattformen dann auch offen für Leute, die zum Beispiel, ich interessiere mich besonders für den Supermarkt, okay, da mache ich alles mit, aber für das Lieferservice mit dem Fahrrad möchte ich wirklich einfach nur benutzen, unterstützen, aber bitte entscheidet das für mich, also was. Genau, ich bin froh, dass du das fragst, weil mir klar ist, dass nach dem, was ich hier erzähle, sich genau so ein Effekt einstellt, dass du jetzt denkst, oh Gott, mein Leben ist schon anstrengend genug. Das kann ich total nachvollziehen. Aber ich kann dazu sagen, es gibt in jedem dieser Projekte unterschiedliche Levels von sich einbringen. Also auch die Supercoop hat bestimmt 1/3 Mitglieder, die überhaupt nichts machen, außer dass sie ihre Anteile einlegen. Diese Mitglieder sind trotzdem wertvoll. Und wenn die ab und zu einkaufen, ist es auch spitze. Aber niemand zwingt ihr mit vorgehaltener Pistole ihre 3 Stunden abzuleisten. Ne? Also es ist wirklich eine erhebliche Zahl der Mitglieder, die das nicht leisten kann, aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber vielleicht können sie es irgendwann mal. Oder vielleicht machen sie es einfach mal 3 Monate. Da muss man halt mit denen arbeiten, die da sind. Ne? Bitte mit Mikro kurz fragen. Sorry. Genau, für die Menschen da an den Bildschirmen. Ich habe auch gerade geguckt, aber das Mikro nicht gesehen. Danke. Ja, im Prinzip ist es ja auch eine gute Möglichkeit, um Wirtschaftsmodelle zu etablieren jenseits des Kapitalismus. Weil ich habe gehört, dass so eine Genossenschaftsmodelle dann auch dazu führen können, dass die Genossenschaften gegeneinander konkurrieren. In so einem sogenannten Marktsozialismus. Und dass es dann auch wieder negative Effekte gibt, eben durch diese Konkurrenz. Gibt es da irgendwie Absprachen zwischen den Genossenschaften, damit die sich nicht gegenseitig die Mitglieder abwerben und kaputt konkurrieren? Ja, auch das ein super Punkt.
Man weiß es ehrlich, also ich kann dir das noch gar nicht so beantworten, weil ehrlich gesagt diese, aber Antares, vielleicht möchtest du darauf antworten? Vielleicht, warte Antares, bis du das Mikro hast. Da ging das alles ohne Mikro. Es gibt in Hamburg den Wirmarkt, wo wir Ähnliches gegründet haben wie das, was die Superkoop macht. Und es gibt auch eine Superkoop in Hamburg. Und da laufen jetzt Gespräche, gemeinsam voranzugehen, um sich da nicht gegenseitig zu kannibalisieren. Ja, vielleicht kann ich auch noch ergänzen. Vielleicht kann ich noch ganz kurz ergänzen. Das sind eigentlich auch die internationalen genossenschaftlichen Standards, die besagen, dass sich Genossenschaften gegenseitig unterstützen und miteinander kooperieren. Die sind in Deutschland nicht ganz so bekannt, die internationalen Standards, aber das ist eigentlich die Idee von Genossenschaft. Es gab noch eine Frage von, dir. Wir haben insgesamt noch 3 Wortmeldungen. Hier war die erste, dann hier die zweite und da hinten die dritte. Dankeschön. Ich finde das Genossenschaftsmodell total spannend und habe 2 Fragen in ganz unterschiedliche Richtungen. Die eine ist, gibt es so eine Mindestgröße, ab wann das sinnvoll ist? Also wir haben eine ganz kleine Firma und wir haben sozusagen, sehen gar nicht die Notwendigkeit, bei uns eine Genossenschaft zu gründen, weil wir keine Hierarchien haben. Ab wann macht es Sinn, sozusagen in diese Form des Wirtschaftens einzusteigen? Und andersrum gefragt, wenn jetzt das, die Vorteile des genossenschaftlichen Modells so auf der Hand liegen, braucht es eigentlich auch noch andere Formen von Unternehmen oder könnte man einfach sagen, das ist jetzt ein Auslaufmodell, so Aktiengesellschaften und GmbHs, auch im Hinblick auf die Frage, kann man mit Genossenschaften nach und nach den Kapitalismus abschaffen? Vielleicht ohne Revolution. Ich würde, Claudia, darf ich dich bitten, dass du vielleicht auf die Frage antwortest, ab wie vielen macht eine Genossenschaft Sinn? Möchtest du das gerne übernehmen? Auch da gibt es Regeln. Also man kann ab 3 Mitgliedern kann man eine Genossenschaft gründen. Und ob das sinnvoll ist oder nicht, das ist halt auch die Frage. Ne? Was willst du damit machen? Wofür soll es gut sein? Was habt ihr für Ideen? Das kann auch sinnvoll sein, eine GmbH zu gründen. Also wir sind jetzt nicht dagegen, dass alle anderen Rechtsformen irgendwie abgeschafft werden. Oder ich persönlich bin nicht dafür. Weil bestimmte Dinge lassen sich da vielleicht besser in die Zielsetzung oder vielleicht ist es einfacher, eure persönlichen Ziele mit anderen Gesellschaftsformen umzusetzen. Das muss man auch ein bisschen individuell betrachten. Ja, bitte. Also wir sind eine Genossenschaft von 4 Leuten und natürlich ist das ein bisschen überdimensioniert, wenn man nur zu 4 ist. Und es gibt einen riesen bürokratischen Aufwand, dem man sich bewusst sein muss, wenn man das eingeht. Und da stimme ich Ihnen total zu. Wir wollen ja wir wollen wachsen, deshalb wir sind gerade nur 4. Das macht für uns aber Sinn, weil wir mehr werden wollen. Aber trotzdem wollen wir auch nur so 12 werden, aber das muss man sich halt bewusst sein, dass das ist noch nicht digital, diese Unternehmensform. Da gibt es auch Petitionen, die das digitalisieren wollen, aber solange das halt alles noch nicht funktioniert, ist es erstmal ein bürokratischer Klotz, den man halt mitnehmen muss für das Ideal, dass man das machen möchte. Dass du es nochmal so explizit ausgesprochen hast, ich habe das jetzt in dem kurzen Ritt durch die Plattform Koop-Welt überhaupt nicht erwähnt, aber das ist in der Tat so, also das ist mit das Bürokratischste, was es gibt, eine Genossenschaft zu gründen und sie auch zu erhalten, muss man leider sagen, eine UG ist viel schneller, installiert und um deine Frage zu beantworten, also wir sind glaube ich diejenigen, die sehr, sehr kritisch auch dem Genossenschaftsrecht und gewissen Aspekten auch des Genossenschaftsmodells gegenüberstehen. Und für uns ist gar nicht der Punkt, dass wir jetzt heute hier sind, um zu sagen, ja, gründet alle Genossenschaften, weil dann schaffen wir gemeinsam den Kapitalismus ab. Ich glaube, ganz ehrlich, wir brauchen noch viel mehr Formen von Organisation und von sozialer Koordination.
Und die Genossenschaft ist nur eine davon. Ja, wir haben heute, ich meine, schaut mal bitte in die digitale Welt. Wir haben jetzt neben den Genossenschaften, neben den Purpose-Organisationen, also dem Verantwortungseigentum oder gemeinnützigen GmbHs oder Vereinen, wir haben auch Phänomene wie die DAOs, also Decentralized Autonomous Organizations, die sich über ein Web3-Blockchain-Protokoll gemeinsam organisieren und mit Hilfe ihrer digitalen Wallets und den Token, die darin sind, Abstimmungsprozesse machen, über die sie Projekte finanzieren. Und diese Dinge hat keiner vorhergesehen, die sind plötzlich gekommen und die sind heute eine Realität und auch eine, wie ich finde, gar nicht mehr wegzudenkende Realität. Die DAOs wiederum haben das Problem, dass sie oft nicht so gut darin sind, wirklich, sag ich mal, gute Abstimmungs- oder demokratische Prozesse zu installieren. Da wiederum gucken die dann ganz gern auf die Genossenschaften, weil die ja schon ein ganzes Rahmenwerk haben. Aber ich glaube ehrlich gesagt, wir brauchen noch viel, viel mehr. Wir sind jetzt in einer Welt, wo ganz viele Dinge, ob das jetzt Bürgerrechtsbewegungen sind, ob das bestimmte, sag ich mal, Gruppierungen von Leuten sind, die ad hoc Infrastruktur bauen oder kaufen wollen. Also denkt mal an den Energiebereich. Wir brauchen dafür Modelle, wo sich Menschen global koordinieren können, Gelder hin und her schicken können, wo sie, je nachdem, wo sie gerade sind, einen gewissen rechtlichen Schutzraum auch kriegen für das, was sie tun. Also eigentlich sind diese Aufgaben gewaltig und wir sind so weit davon entfernt. Und wenn wir jetzt sagen Genossenschaft, da ist es nur ein kleines Modell, was viele dieser Plattform-Koops heute wählen, um überhaupt ans Arbeiten zu kommen. Aber die leiden da auch drunter, genau an dem, was du gesagt hast. Also die Bürokratie, du hast einen Prüfverband, wird alle 2 Jahre geprüft. Dann fragst du dich, warum brauche ich noch einen Prüfverband? Ich reiche doch meine Steuer ein. Und die Steuer wird ja sogar, oder die Jahresabrechnung wird ja von den Mitgliedern ja auch noch freigegeben bei der Generalversammlung. Jetzt brauche ich bitte noch eine dritte Instanz. Was ist das denn? Ja, das sind alles Dinge. Bitte, ich hoffe, ihr nehmt als Botschaft mit, nicht dieses, ja, Genossenschaft ist das einzig wahre Modell. Nein, uns geht es um die genossenschaftlichen Prinzipien. Und uns geht es darum, dass wir auch, also ich denke, ich darf ja mal wir sagen, ne, auch eine gewisse Freude und Neugier haben an der Komplexität, die diese neuen Modelle bringen. Es ist hochspannend und es ist wirklich ein Betätigungsfeld. Also Governance zu untersuchen, Wahlen neu zu denken, Abstimmungsregeln neu zu denken, Kommunikation anders zu denken zwischen Worker-Ownern, also Mitglieder, die für die Genossenschaft arbeiten, die weltweit verteilt sitzen und. Und ich glaube, dass das Wissen, was da entsteht und freigesetzt wird, auch für die ganze traditionelle Wirtschaft absolut von Belang ist. Ne? Wird alles kommen, denke ich. Und für mich persönlich ist es einfach die Freude, neue Innovationsfelder zu entdecken und ganz viel Veränderungsprozesse einfach mit erfahren zu dürfen. Ne? Aber wir brauchen trotzdem noch viel mehr. Liebe Ella, ich würde sagen, wir machen noch 2 Redebeiträge von Menschen, die sich noch gemeldet haben. Dann die letzten 5 Minuten. Wir müssen dann nochmal umbauen für die nächste Veranstaltung. Ich gebe dir auch jetzt nochmal das Mikro. Deins scheint alle zu sein, die Batterie. Ja, du hast mir gerade aus der Seele gesprochen. Also ich bin in einer Genossenschaft, die jetzt so 2,5 Jahre existiert und wir erleben das ganze Elend der Bürokratie und sonst was, was wir auch erleben. Wir müssen immer ganz viele Partnerschaften eingehen mit anderen Firmen, GmbHs und sonstigen Gruppen. Was uns ungeheuer helfen würde, auch so in der Zusammenarbeit, das wäre so, es gibt ein agiles Manifest, wenn es so ein organisatorisches Manifest geben würde, wo man sagen kann, hier gibt es ein Manifest, auf das können wir uns verständigen. Und dann spielt nämlich diese Rechtsform überhaupt nicht mehr so die große Bedeutung. Also das ist für uns ganz wichtig, schnell so einschätzen zu können, wie tickt denn der Partner, auf welche Grundsätze kann man sich einigen. Und das wäre total klasse, wenn sowas entwickelt würde. Das ist ein super Punkt, was du sagst. Und dann möchte ich dich fragen, wenn du sagst Manifest, ist das nicht eigentlich das, was die Satzung können sollte oder können will in der Genossenschaft? Wird aber häufig nie so eingesetzt, aber gerade da wäre es ja vielleicht nicht schlecht, wenn es wie so eine Art Mustersatzung gäbe, wo man dann, die man entsprechend anreichern kann mit den eigenen Werten, mit den eigenen Abstimmungsprinzipien. Ne?
Aber es ist wirklich wahr, also das, was so an Satzungen existiert, empfinde ich als sehr technisch. Und es ist ja auch sehr schwer, wieder zu ändern. Ne? Und so ein Manifest zu entwickeln, fände ich super. Es gibt übrigens, wie soll ich sagen, es gibt ein Positionspapier. Daran haben wir gearbeitet, zusammen mit dem Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, wo wir so Grundprinzipien oder Grundforderungen auch für Plattform-Koops aufgeschrieben haben. Das ist online. Vielleicht kann einiges davon als Vorlage dienen, aber ja, die Idee finde ich gut. Ja, ich habe keine Frage, sondern nur eine kurze Anmerkung. Ich bin nämlich Mitglied bei Supercoop und wollte sagen, ihr könnt mich gerne ansprechen, wenn ihr mehr über den Supermarkt, den wir in den Osramhöfen aufgebaut haben, erfahren wollt. Also hinterher oder später vielleicht mal auf der Konferenz. War wunderbar. Du bist Mitglied bei Supercoop, habe ich das richtig verstanden? Okay, und bist auch aktives Mitglied? Sehr gut. Also eine von den Menschen, die einfach aktiv im Supermarkt mitarbeitet, dort die Regale einräumt, an der Kasse sitzt, die Leute onboardet. Super, okay. Mhm. Genau. Ja, und auch gerne, wenn ihr Fragen habt, auch zu den anderen, ne, zu Circles, zu Smart und so weiter, ihr könnt gerne auch uns fragen. Ihr findet hier auch übrigens die Kontakt-E-Mail und ihr könnt euch gerne melden. Der letzter Redebeitrag. Wir haben noch 2 Minuten. Nur 2 Minuten. Deine Beispiele sind ja so klassische Geschäftsmodelle. Liefern, Musik, was für Selbstständige. Und da hast du, also mit anderen Eigentumsverhältnissen und Entscheidungsprozessen, aber du hast da immer so eine direkte Kundenbeziehung, also jemand, der davon einen Nutzen hat. Und meine Frage ist jetzt, wie passt dieses Plattform-Koop-Modell auf Gemeingüter, auf Commons? Ja, ja. Naja, das ist ein guter Punkt, ne? Eigentlich, wenn wir das so größer denken, ne? Ich meine, die Genossenschaftsbanken, wenn wir Geld als Commons sehen könnten, dann verwalten die ein Stück weit ja auch Geld zusammen und es gibt keine direkte Kundenbeziehung. Also die Volksbanken und so weiter machen das ja auch nicht. Ne? Es ist vielleicht auch nicht für alle Modelle gleichermaßen wichtig. Wenn wir uns jetzt nämlich mal ein Szenario überlegen von einer Energiegenossenschaft, die verschiedene Kleinanlagen gemeinsam zu einer Großanlage, zu einem Großkraftwerk zusammenschließen wollen, ne, um dort Energie zu erzeugen. Da sind vielleicht ganz viele Prozesse der Entscheidungsfindung gar nicht so ausschlaggebend, weil ganz vieles schon vorab in der Satzung festgelegt wurde. Und da wird man sich vielleicht eher verständigen müssen über den Vorstand oder über Dividende oder solche Sachen. Ich denke, es variiert von Modell zu Modell. Es gibt eben Dinge, die sind viel, sag ich mal, die sind viel schwerer zu greifen und die brauchen auch eine viel stärkere Implementierung im Markt und eine viel längere Zeit, wie zum Beispiel so eine Kooperative für Freiberufler, die ja auch wirklich sehr viele persönliche Risiken mit sich nimmt, weil es ja darum geht, Leute in die Festanstellung zu kriegen, die normalerweise gar nicht als Berufe angesehen werden. Die haben von Natur aus einen viel stärkeren Bedarf, mit ihren Kundinnen und Kunden zu reden, als dass ein größeres Modell, wie zum Beispiel, naja, bei einer Wohnbaugesellschaft wäre ich vorsichtig. Ich glaube, da gibt es auch unzählig viele Diskussionen, ne, innerhalb dieser Gruppen. Aber ich denke, es hängt am Ende wirklich vom Geschäftsmodell selber ab, ne, wie hoch der Bedarf an Austausch letzten Endes ist. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank an dich, Ella, und herzlichen Dank auch an euch für die tolle Diskussion. Applaus